Hallo, liebe Nation. Heute haben wir mal einen ganz besonderen Kandidaten auf dem Tisch liegen. Ja, Moskito. Den gab es in Deutschland so nicht. Ich kannte ihn, bis ich angefangen habe, wieder zu sammeln, auch nicht. Tja, leider hat der Gute ein Problem. Ja, die Beine, die schon mal repariert wurden, sind beim Versand zu mir leider wieder abgefallen. Ja, ein paar andere Sachen sehen auch nicht mehr so gut aus. Ein paar Kampfspuren. Da ist ein Loch in der Hand. Oder eine Delle. Sehr viel Farbabrieb. Naja, es wurde halt mit ihm gespielt, ne? Aber für mich ist das halt nur eine. Für mich halt eine Herausforderung. Oh, das funktioniert noch. Die Waffe hat er leider nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich mir die noch irgendwo besorge. Ja. Er ist halt ein bisschen mitgenommen, aber ich gebe ihn halt nicht auf. Mal gucken, ob wir den wieder hinkriegen. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Das mit den Beinen, das ist jetzt nicht so das Problem, dass wir. Sollte, glaube ich, jeder wissen, wie das geht. Da holen wir uns einen neuen Ring und dann machen wir die wieder fest. Ne? Also, ich kann hier nochmal zeigen. So sieht er jetzt aus. Beine sind eigentlich. Oh. Na, mal gucken, ob wir ihn wieder hinkriegen. Ich besorge mal ein paar Ersatzteile und dann geht's auch gleich für euch weiter. So, da sind wir wieder mit unserem Patienten. Ja, wir machen jetzt. Ein neues Gummi in die Beine, die Hose, wie auch immer. Ist das alt, das gerissen. Das tun wir mal weg. Ich habe mir jetzt im Baumarkt hier für 1 €, da sind 4 Stück drin, gekauft. Ja, was brauchen wir noch? Zange, kleinen Schraubenzieher. Ein bisschen Band. Ja, und halt so kleine Haken. Die haben jetzt, lass mich lügen, 1,50 € oder so gekostet. Die sind also ganz günstig. Die schraubte dann halt hier in das noch vorhandene Gummi rein. Und dann klipst ihr das quasi da so rein. Diese Haken oder diese runden Teile, wie heißen sie, weiß ich nicht, ist auch egal. Die macht ihr vorher halt so ein Stückchen auseinander. Ich kneif die dann auch nicht wieder zusammen, weil das ist so tief drin, das flutscht da eh nicht wieder raus. Möglichst tief rein. Tief wie es geht. Auf der anderen Seite lasst ihr das halt so weit raus. Ich schraube es mal noch ein Stück raus, dass ihr das Gummi auch nachher wieder reinkriegt. Ne? Das ist nicht so. Nicht so. Ist ein bisschen friemelig. So. Bändchen da rein.
Und dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, müsst ihr das durch das obere Loch schieben. Ich hoffe, das kann man sehen. Da oben durch nicht, da dann, das funktioniert nicht. Also da oben muss es durch. Ist ein bisschen fummelig, da muss man halt ein bisschen Geduld haben. Haben wir das meiste schon hinter uns. Jetzt ein bisschen brutal aus, aber leider geht das nicht anders. Wenn ihr das soweit habt, könnt ihr das Band wieder rausziehen. Zack. Dann nimmt ihr das andere Bein. Dann habt ihr den Haken quasi da drin. Schraubenzieher wieder rausziehen, oder? Ich lasse mal noch drin, dann kann man Haken wieder ein bisschen weiter reindrehen. Da müsst ihr halt immer gucken, dass es so wieder raus. Das ist eigentlich schon. Sollte das jetzt so wie hier noch so ein bisschen, oh, so wie hier noch so ein bisschen krumm sein, dann könnt ihr die Beine noch ausrichten. Das kann man, das sieht man dann halt ein bisschen vor. Schrauben sie wieder rein. Das kann man dann halt auch noch ein bisschen strämmer ziehen oder wie auch immer. Ich richte da mal weiter aus und dann sehen wir uns gleich weiter. Wieder. Bis gleich. Tschüss. So. Operation beendet. Ja, da muss man halt ein bisschen rumfummeln und probieren. Und dann geht das schon. Jetzt steht auf jeden Fall wieder perfekt, würde ich sagen. Als nächstes werde ich mich um die Hand kümmern. Das kleine Loch, was da ist. Ja, dazu habe ich mir ein bisschen Modelliermasse besorgt, das zeige ich euch dann gleich. Und ja, die großen Kratzer hier an der Schulter, die auf der anderen Seite geht's. Aber da werden wir auch wohl ein bisschen Modelliermasse drauf machen müssen. Das kriegen wir so mit Farbe nicht weg. Ja, da ist auch ein kleines Loch, aber das lasse ich. Auf jeden Fall steht da schon mal wieder und das ist doch schon mal schön. Naja, so halbwegs steht er.